Und davor als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt 8 im Fortschrittsbericht Österreichs ist Johann Singer, ÖVP. Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, über Agenda 2030 ist vieles gesprochen worden, viele Erklärungen hat es gegeben. Danke, Frau Bundesministerin, dafür. Viele Zielsetzungen wurden schon angesprochen. Aber eines dürfen wir nicht außer Acht lassen, nämlich, dass wir 2030 laut Beschluss der UNO diese Zielsetzungen auch erfüllt haben sollen. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Und um diese Zielerreichungen auch bewerkstelligen zu können, braucht es die Städte, Gemeinden und die Regionen. Und daher ist auch in der nachhaltigen Zielsetzung, auch im Ziel 11, ist genau, also die Gemeinden und Städte sind hier besonders angesprochen worden. Viele Gemeinden und Regionen haben schon Erfahrung mit regionalen und lokalen Nachhaltigkeitsstrategien. Warum? Weil aktuell auch rund über 400 Gemeinden sich beteiligen am lokalen 21-Agenda-Prozess. Ist sozusagen der Vorgängerprozess, der von der UNO im Jahr 1992 beschlossen wurde. Warum geht es für die Gemeinden, Städte und Regionen? Es geht um das Verbinden von globalem Denken mit lokalem Handeln. Es geht um eine breite Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. Es geht um die Entwicklung von Zukunftsvisionen vor Ort. Und was auch noch wichtig ist, zu wissen, dass es um die Umsetzung in kleinen Schritten geht, um die Klarstellung, dass viele kleine solidarisch gesetzte Schritte letztendlich auch eine große Wirkung haben können. Der heute besprochene Bericht, und ich bin auch sehr begeistert von diesem Bericht, darf ich sagen, stellt im Ziel 11 nachhaltige Städte und Gemeinden einige sehr fordernde Indikatoren dar. Es geht um die Flächeninanspruchnahme beim Bau, Verkehr und Freizeitprojekten. Hier geht es, und das dargestellt, um eine Steigerung von 2010 auf 2018 um 8,9%. Eine wichtige Frage. Angesprochen zum Beispiel ist auch die Wohnkostenüberbelastung. Sie beschreibt jenen Wert, den Anteil der Bevölkerung, deren Wohnaufwand 40% des Haushaltseinkommens übersteigt. Dieser Anteil hat sich von 2010 auf 2018 Gott sei Dank verringert, leicht erhöht von 6,5 auf 6,8%. Was auch wichtig ist, dass sich der Wohnstandard in dieser Zeit entsprechend erhöht hat. Auch schon angesprochen wurden die Siedlungsabfälle. Eine Erhöhung von 562 Kilo im Jahr 2010 pro Kopf und Jahr auf 579. Und letztendlich auch ist die Feinstaubbelastung hier in diesem Bericht angesprochen worden. Und alle diese Punkte zeigen, dass für die Erreichung der Agenda 2030 Ziele auch für die Gemeinden es eine große Herausforderung darstellt. Und daher darf ich jeden herzlich einladen, ihren Beitrag auch im Kleinen auf der Ebene der Gemeinden zu leisten. Herzlichen Dank. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen und wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Wie vereinbart verlege ich die Abstimmungen an den Schluss der Verhandlungen über die Tagesordnungspunkte 8 bis 12 und fahre in der Erledigung der Tagesordnung fort.